Michael Otto, nicht nur Hamburger Ehrenbürger, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender des Otto-Konzerns. Herr Otto, wie sind Sie ins neue Jahr gekommen? Ich bin ganz gemütlich ins neue Jahr gekommen. Das letzte Jahr war ja wirklich etwas hektisch in vielen Phasen und deswegen war ich froh, ganz gemütlich ins neue Jahr zu kommen. Ich frage deshalb, weil natürlich auch die Aufregung, die die Welt betrifft, das ist natürlich der Krieg in der Ukraine, den Russland da führt, aber auch andere Dinge, die mit dem Klimaschutz zusammenhängen, uns doch sehr bewegt haben. Wie ist denn Ihr Unternehmen beispielsweise betroffen von Lieferengpässen, von gerissenen Lieferketten etc.? Das letzte Jahr war in der Tat ein schwieriges Jahr, weil gerade auch der Onlinehandel ja im letzten Jahr rückläufig war. Ganz klar, weil der stationäre Handel wieder geöffnet hatte. Der Onlinehandel hatte 2 Jahre hohe Zuwachsraten, war das letzte Jahr natürlich dann rückläufig. Und dann natürlich die Preissteigerung, sowohl bei der Energie, bei den Frachtkosten, bei den Produktkosten, dann teilweise die Lieferkette, die nicht funktioniert hat, gerade durch die strikte Corona-Politik in China, wo die Häfen geschlossen waren. Also da waren schon wirklich große Herausforderungen, aber gut, die sind da, dass man die lösen muss, bewältigen muss und wir haben zumindest, glaube ich, gute Konzepte entwickelt, um durch die schwierige Phase dann auch durchzukommen. Schlägt sich das eigentlich auf die Preise nieder, die wir im Onlinehandel in Zukunft zahlen müssen? Also wir können auf jeden Fall die Kostensteigerungen nicht voll weitergeben. Denn dann würden wir uns aus dem Markt heraus katapultieren. Dafür ist auch der Wettbewerb zu stark. Natürlich, ein Teil der Kostensteigerung gibt man weiter, muss man weitergehen. Aber ein Teil muss man eben selbst auffangen und dann eben überlegen, wie man dann über entsprechende Digitalisierung die Prozesse verschlankt, sodass man dann auch von der Kostenseite her wieder Einsparungen durchnehmen kann, um dann auch wieder zu alten Renditen zu kommen. Aber das ist erstmal eine Übergangsphase, wo natürlich auch erstmal die Ergebnisse rückläufig sind. Anderes Thema, Sie sind sehr stark engagiert als Klimaschützer gegen den Klimawandel im World Future Council, eigentlich schon seit vielen Jahren. Nun gibt es Klimaaktivisten-Proteste, die doch relativ radikal sind. Haben Sie Verständnis für Menschen, die sich auf der Straße festkleben, um eben deutlich zu machen, dass die Ziele, die sie verfolgen, doch entscheidend sind tatsächlich für die ganze Menschheit? Nein, ich muss sagen, diese Radikalisierung halte ich für falsch, weil die eher die Menschen verschreckt. Was gut war, war die Bewegung Fridays for Future, die friedlich demonstriert haben. Die waren sogar ganz wichtig, weil die Politik dann nämlich erkannt hatte, das sind ja auch unsere zukünftigen Wähler. Wir müssen jetzt handeln, denn ich meine, die Kenntnis über die Situation und die Problematik, die waren vorhanden, haben die Wissenschaft auch zukunftsträchtige Unternehmen schon seit Jahrzehnten angesprochen, die Politik wusste es, aber der Handlungsdruck kam durch Fridays for Future. Aber die Radikalisierung, die führt eher bei den Menschen, die auch der Meinung sind, man muss etwas tun für den Klimawandel, eher dazu, dass sie abgeschreckt werden und dass sie eher dann dagegen sind. Ich halte das für absolut kontraproduktiv.